und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Collect and Trade Rise TCG Beta Set Standard Edition haben wir hier vorliegen in Englisch. Ja, wir wollen hier mal reingucken. Quasi ist es das Alpha Set, nur nochmal in zensiert. Manche Karten sind zensiert im Englischen jetzt. Und die Farben sind wohl intensiver und man hat mehr Level-Up-Karten. Ne? Also sie sind eher so für Spielen ausgelegt, die Geschichten hier. Dementsprechend gucken wir hier jetzt rein. Das Display ist kleiner als das Alpha-Display. Das sieht man schon mal direkt. Und wir haben hier 24 statt 36 Booster drin. Wir haben 24 Booster mit jeweils 10 Karten. Wir haben jetzt auf der Folder drum diese Rise Stamps, wie auch schon bei Prestige 2023. Genau. Und es gibt eine andere Promokarte mit dazu. Und zwar die hier. Das ist die Promokarte von dem Beta-Set. Ein Gem Donut, Rang 4, Creature und Promo. Genau. So sieht's aus. Das ist das Ding. So, Post kommt. Södele, Post entgegengenommen und schon sind wir wieder da. Sorry für die kurze Unterbrechung. Genau, das Display ist kleiner als gewohnt. Vielleicht habt ihr eine Veränderung auf dem Tisch festgestellt. Ist gerade noch was angekommen. Geilo. Ja, aber lasst uns hier mal reingucken. Denn jeder, der diese Boxen hier pre-ordert hat, ja, eine Vorbestellung gemacht hat für diese Beta-Box, der kriegt eins von diesen Packs mit dabei. Ein Pack Sample Candy Pokalypse. Nice. Okay, wir haben hier die Unslain als Lenticular Card mit am Start. Ja, geile Sache. Packen wir mal zur Seite. Das sind die, die ich bisher habe. Ja, ich glaube, es gibt wieder so 30 Stück. Das heißt, die vollständig zu kriegen. Alleine schwierig. Man müsste sich dann also 30 Booster kaufen. Wie gesagt, Display, nicht Booster. Hier sind ja 24 Stück drinne. Ja, es gibt drei Booster Artworks. Das sind die folgenden. Und zwar einmal Lightclover Flower, Devastation müsste es sein und Telekinesis. Genau. Und wir wollen mal ein paar Booster reingucken. Gemeinsam, jetzt und hier. Ja? Ihr kennt ja die Alpha-Karten hoffentlich von mir. Und dementsprechend können wir so einen kleinen Vergleich ziehen, was sich denn jetzt geändert hat an diesen Karten. Gucken wir mal drauf. Wir haben hier Core Level Up. Das sieht erstmal normal aus. Vielleicht die Farbintensität ein bisschen höher. Target Summoner gains one level. Ja. Okay, 308 Karten sind in dem Set, so wie vorher auch. Vor uns war von Aurelia jetzt gezeichnet. Und hier sehen wir die erste Neuerung. Ein B statt ein A unten in dem Rarity-Symbol. Ja. Dann die Edition EN 2024 statt 22 war es, glaube ich, beim Alpha. Genau. Das also als Neuerung. Die Rückseite der Karten sieht auch komplett normal aus. So, also, wir haben aber schon mal einen Start mit einer Level-Up-Karte. Also wie gesagt, es gibt hier viel mehr Level-Up-Karten drin. Das ist so eine Neuerung und ja, vielleicht mag man es auch vernehmen, dass die Farben intensiver sind. Die Karten kennen wir. Es sind ja, insgesamt 10 Karten drin. Das heißt 7 normale Karten, Non-Holos und 3 Holographics. Ja. Die Auflage der Displays ist, meine ich, auf 2000 Stück pro Sprache limitiert. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es gibt nämlich jetzt französisch und englische Versionen davon. Ja, also 2000, glaube ich, sind englisch und 2000 Displays sind französisch. Das ist soweit, wie ich das verstanden habe. Falls ich da falsch liege, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Kommt übrigens auch gerne auf den Discord-Server. Hier haben wir die Pristine Level Up. Nice. Kommt gerne auf den Discord-Server, tauscht euch mit uns aus und zeigt, was ihr so gezogen habt, zeigt eure Sammlungen, zeigt eure Openings, postet gerne Fotos und Videos und tauscht euch einfach aus und kriegt die neuesten Neuigkeiten natürlich auch mit. Und natürlich gibt es auch hin und wieder mal Giveaways. Ja, richtig geile Sache. Genau. Die Candypocalypse-Geschichte, die da im Hintergrund steht, die euch vielleicht aufgefallen ist, die habe ich auch für ein Opening bekommen. Das heißt, das werden wir auch noch in einem Video öffnen. Ich versuche das recht zeitnah zu machen. Ja, ich versuche das Video hier jetzt noch recht zeitnah rauszubringen und dann natürlich auch ja, für euch das da. Ja, das ist natürlich auch sehr interessant für euch wahrscheinlich. Das sind ja Testkarten. Das ist ein offizielles Set hier, so für die Spieler so gedacht. Und das da hinten ist natürlich jetzt ein Testset. Richtig coole Sache. So, Purity, Lazy Z,
Rank 3 Morpher. Und die erste Holo Legendary haben wir hier, ein Sword of Destiny. Und die sehen echt clean aus. Guckt euch das an, die sehen wirklich clean aus. Und ja, der Stamp, der sieht halt auch einfach anders aus. Ist einfach so. Ist einfach so. Ja, ich hoffe, euch geht's soweit auch ganz gut. Ihr seid alle gesund und munter da draußen. Und ja, gucken wir in die weiteren Booster rein. Damit wir mal sehen, ich habe gehört, es soll so 2 bis 3 Legendaries pro Boosterbox geben, also pro Display. Ob das so stimmt, werden wir dann jetzt heute hier und jetzt sehen. Wir haben schon die dritte. Ich weiß nicht, ob sich das nur auf Holographics bezieht oder ob das allgemein fürs Display zählt, 3 Stück. Das heißt, hat man 2 Nicht-Holos, kann man nur noch eine Holo kriegen. Ich weiß es nicht. Collector-Karten und so, falls die Frage aufkommt, gibt es im Beta-Set nicht. Ja, dann ist es halt rein etwas für Spieler gedacht und nicht für Sammler. Auch wenn Sammler sich natürlich trotzdem ein Full-Set hiervon gönnen möchten, so wie ich das jetzt bin. Ne? Genau. Falls ihr irgendwelche Single-Karten braucht, ich habe natürlich auch wieder Doppelte hier aus dem Display-Opening. Und darüber hinaus wahrscheinlich auch ein paar Doppelte. Dementsprechend, wenn ihr irgendwas braucht, was ich doppelt habe, lasst uns gerne tauschen. Ich bin auch an den französischen Karten natürlich interessiert. Ich würde auch gerne das französische Set einmal vollständig kriegen. Also tausche ich auch gerne meine englischen gegen eure französischen. Französisch habe ich nur leider keine anzubieten. Ja? Ich habe nur die englischen. Genau, so weit und so viel dazu. Wie findet ihr das eigentlich, dass ich die neuesten Openings immer so auf Englisch und Französisch übersetzen lassen habe per künstlicher Intelligenz? Ne? Wie findet ihr das? Findet ihr das gut oder findet ihr eher, dass es schrecklich? Ich weiß es ja nicht, wie ihr das so seht. Als Muttersprachler vielleicht auch in dieser Sprache. Wäre natürlich interessant, von euch auch mal zu hören. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen. Ich dachte, das ist vielleicht eine nette Sache, dass man halt sich die Videos in verschiedenen Sprachen angucken kann, auch wenn ich die Sprachen nicht unbedingt spreche. Ja, Englisch natürlich schon, könnte ich machen, aber wenn ich es einmal aufgenommen habe und dann die Audio-File einfach übersetzen lassen kann, denke ich mir, ist das doch für mich deutlich angenehmer. Und euch stört das doch hoffentlich wahrscheinlich nicht, oder? Solange die Kernessenz rauskommt und es in eurer Sprache ist, ihr nicht irgendwie noch umdenken müsst in eine andere Sprache, finde ich, ist das doch eine coole Sache. Ne? Ihr müsst dafür ja auch nichts zahlen. Für euch ist das ja sowieso alles for free. So als Unterhaltung. Wieso denn nicht? Dark Temple, Skeleton und Sorcery. Nice. Eine der selteneren holographischen Karten. Sorcery. So, und wir sind auch bald, glaube ich, schon durch mit dem Display. Ich hoffe, das ist gut beleuchtet. Ich könnte auch theoretisch die eine Lampe noch ein bisschen anders stellen, wenn ich das iPad hier mal wegstelle. So, ich hoffe, das stört jetzt nicht in der Facecam. So, vielleicht kommt so noch mal ein bisschen mehr Licht von der Seite rein. Und wir haben die nächste Legendary, die Free Coin. Also wir haben schon einige, 4 müssten es jetzt sein, Non-Holographic Legendaries und 2 Legendary Holos. Würde ich sagen, ist ein ganz guter Durchschnitt. Ich versuche das Video auch nicht zu lang zu gestalten. Ne? Oh, 17 hier. Envy, The Unslain und Lazarus. Die sind natürlich auch alle wieder von der Oberfläche mit so selektivem Holo. Richtig cool, aber es ist, glaube ich, nicht großartig ein anderer Holo-Effekt. Die Karte habe ich gerade vergessen in dem Booster. Sorry dafür. Also der Holo-Effekt ist, glaube ich, so der gleiche. Neue Holo-Effekte kriegen wir jetzt, glaube ich, erst wieder im nächsten Hauptset, was ja das Candypocalypse sein wird. Abduction. So, wie viele Booster haben wir noch? Nicht mehr viele, ne? Wir haben jetzt noch 5, ja, 10 Stück. Lasst uns reingucken. Bisher mein Favorite. Pristine, ups. Pristine Level Up. Ganz klare Sache. Aber für die Statistik ist es natürlich interessant. Was kommt da noch raus? Was kommt denn hier noch aus dem Display? Verwendet ihr eigentlich lieber das Wort Display oder Boosterbox? Für mich hat sich irgendwie eingespielt, immer Display zu sagen. Weil das, glaube ich, im Bereich Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und so auch ganz normal ist.
Aber ich glaube, in anderen Sprachen sagt man auch gerne mal Boosterbox. Schön, Cloverfield. Nice, schöne Karte. Und Serious Exploration. Auch geil. Schön. Nächstes. Wieder eine Lucky Clover. Falls ihr es übrigens noch nicht mitbekommen habt, ich mache manchmal auf Vogt Streams, wenn ich neue Boxen habe, mit euch gemeinsam das Ganze zu öffnen. Und da habe ich immer so eine Pullbox mit Testkarten drin und so weiter und so fort. Und jeder, der so eine Lucky Clover Karte dann sieht, so eine, zumindest bei Alpha und Beta Set, kriegt dann immer einen Free Pull aus dieser Box. Nur so, als Hint, ne? Falls ihr das verpasst habt bisher immer, könnt ihr theoretisch eigentlich dabei sein. Das als nächstes, oh geil. Eine Healthy Level Up Holographic. Wir gucken uns die geilen Hits gleich am Ende nochmal an. Ne, im Detail. Aber erstmal rushen wir durch die Booster durch und gucken, was hier so drinne ist, was sich in diesem Display so für uns versteckt hat. Theoretisch ist das, glaube ich, mit der Limitierung der Legendaries nicht auf insgesamt bezogen, sondern nur drei holographische. Und Greed und Lilith. Nice. Ja. Genau. Checkt gerne die Videobeschreibung ab. Ne, da sind Links, da kommt ihr zum Discord, da kommt ihr zu meinem Webshop und so weiter und so fort. Ne, auch wenn ihr Kickstarter-Karten braucht oder so, habe ich da meistens welche drin, auch wenn ich den Shop jetzt erst noch wieder mal updaten muss. Generous Level Up. Ne, weil war jetzt einige Zeit inaktiv, der Shop war auch auf Pause gestellt. Dementsprechend muss ich da jetzt erstmal wieder für sorgen, dass das alles stimmt, was da eingestellt ist. Ne? Dass die Anzahl der Karten stimmt und sowas. Dementsprechend. Und um das Beta-Set muss ich das natürlich jetzt dann auch noch erweitern, dass ich die doppelten Beta-Set-Karten da auch reinkriege. Ich meine, es sind vom Set her eigentlich die gleichen Karten, aber halt doch irgendwie ein bisschen anders. Ne? Und die will ja dann vielleicht doch auch der eine oder andere haben. Allein für die Vollständigkeit der Historie von Rise TCG. Ne? Genau. Aber von der Qualität her kann man nichts sagen. Die sind nach wie vor echt gut. Obwohl, jetzt gerade wo ich es anspreche, hier unten ist ein weißer Punkt auf der Karte. Ja, na doch, der geht weg. Wollte schon sagen. Jetzt, wo man es anspricht, finden wir einen Schaden. Azel, okay. Drei Booster haben wir noch. Drei Booster haben wir noch. Können wir noch Legendaries rausziehen oder nicht? Legendaries im Beta-Set hier. Natürlich das, was man ziehen möchte. Und natürlich auch alle Karten, die man für sein Deck braucht. Es gibt übrigens auf dem Discord-Server, nice, nächste, Legendary Free Coin. Es gibt übrigens auf dem Discord-Server auch ein Deck-Bau-Event. Ja? Ihr baut ein Deck, schickt das quasi ein. Dafür gibt es extra eine Webseite, wo man das machen kann. Und dann könnt ihr Candy Sample Booster auch gewinnen. Ja. So. Und Azel, Altart. Und letztes Booster, Last Pack Magic. Kriegen wir nochmal was Besonderes. Und schon wieder klingelt an der Tür. Uno Momento. So. Und letzte Pack. Keine Legendary mehr. Alles klar. Dann würde ich sagen, hat das auf jeden Fall gestimmt. Ja. Gucken gleich rein. So. Ladidadida. Gucken wir uns nochmal an, was wir gezogen haben aus diesem Booster-Display. Wir haben hier einmal Forearms. Nicht wundern. Die Post war gerade da. Ich bin eben einmal runtergerannt. Freecoin. Sword of Destiny. Forearms. Drei legendäre holographische Karten. Ein Healthy Level Up. Richtig geil. In Holo. Und diese vier. Ja, Legendary Non-Holos. Wie würdet ihr sagen, war die Ausbeute? War die gut? War sie eher nicht so gut? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich um einen Daumen hoch freuen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich nicht aus der Puste im nächsten Video wieder. Und ja, das soll es gewesen sein. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann Candy Pocalypse Sample Display an. Genau. Bis dahin und ciao.